Das Gesetz des Stärkeren, ne? Ist halt schade und tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. So, wir können wieder was Neues erforschen. Hier war mal Stufe 2. Mittlerweile sind wir soweit. Und wir brauchen langsam wieder mehr Holz. Das heißt, wir schicken die Ingenieure dahin und wir bauen mal. Wir bauen. Wo ist es? Noch ein Sägewerk. Und zwar. Hier hin. Perfekt vor dem anderen. Du musst schlafen gehen, Sarah. Und hier kommt auch noch ein. Hier kommt kein hin. Doch, da. Dampfzentrum. Jetzt bauen wir mal hin. Ein bisschen weiter nach innen. Botschaften an den Mauern. Captain, jemand hat die Mauern der Stadt mit Botschaften beschmiert, die ihren Untergang vorhersagen. Das ist beunruhigend. Die Einwohner fürchten bereits, dass wir Winterheims Schicksal teilen werden. Und wer sich fürchtet, lässt sich leicht beeinflussen. So, wir können jetzt sagen, die Wachleute sollen das entfernen, dadurch sinkt die Hoffnung. Oder wir ignorieren es und die Hoffnung sinkt auch. Also nehmen wir natürlich, die Hoffnung sinkt leicht. Ist besser, als wenn sie komplett sinkt. So, was haben wir hier? Wirtshaus. So, das Wirtshaus. Na, Moment, ich muss mal kurz gucken. Was denn? Ich kann es gerade nicht bauen. Ich kann nur eins bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wirtshaus dafür sorgt, dass Leute drumherum auch beeinflusst werden, oder? Die Arena. Okay, nee, da ist kein Ring. Okay, dann ist es egal, wo es steht. So, dann müssen wir mehr Baracken hier bauen. Und es wird wieder wärmer, das ist sehr schön. Also hier ist Holz und Rohnahrung, das ist schön. Aber wir schicken sie trotzdem mal weiter. So, wieder Leute in meiner Stadt hier, wunderbar. Okay, das reicht nicht aus, leider. Häuschen. Bisschen schlecht. Wir haben jetzt 32 Obdachlose. Machen wir mal die Straße hier weg. Bauen ein paar Baracken. Machen wir mal kurz die Straßen hier weg. Dann eine. Zum ab. Erstmal zelten. Das für 30 Leute reicht. Ah, nee, das wird nichts. Und nehme ich noch eine Stunde. Passt. Sind es halt erstmal nur 20. Da fehlt auch noch eine Straße, sehe ich gerade. So. Passt. So, ein neues Gesetz.
können die Morgenversammlung einrichten. Oder unterzeichnen. Abschieden. Die Morgenversammlung. Steigern von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Die Hoffnung steigt leicht an. Ja, machen wir. Oh, sieht doch ganz gut aus. So, hier machen wir noch ein paar Leute rein. Wir haben ja jetzt genug. Und da was rein. Den brechen wir mal ab und ich will mal gucken, was passiert. Wenn da bestimmt noch ein Wachturm dazwischen. Nee, können wir nicht. Okay. Dann nehme ich es zurück. Nee, passt leider nichts dazwischen. Ah, da muss das Wohnzelt sein. Was soll's. So, der ist zurückgekehrt. Wetter schicken in die Kohlemine dort hinten. So, hier. Kinder arbeiten. Suppe. Die Sammelstelle ist durch, die kann weg. So, und ansonsten bin ich ganz gut mit dabei. Krankheitsrisiko. Eine Wärmezone hat die Schneegrube erreicht. Die Körper fangen an zu verwesen. Es könnte sein, dass sich schon bald gefährliche Krankheiten in unserer Stadt ausbreiten. Wir sollten die Schneegrube verlegen oder die Wärmezone zurückstufen. Okay, das ist genau das, was ich meinte, wenn man die Schneegrube dann irgendwie dahin tut. Ich weiß gar nicht, warum die zu warm wird. Wurden die zu warm? Also bei minus 30 Grad Celsius kann ich das jetzt nicht nachvollziehen, dass sie zu warm wird. Merkwürdig. Gut, wir können das Stahlwerk erhöhen oder verbessern. Rohstofflager ist zwar auch ganz nett, aber das brauchen wir gerade noch nicht. Außenpostendepot ist sehr, sehr nice, aber können wir da machen? 5 Leute, möglichst auch von fliegenden Jägern. Dann braucht das 9 Stunden und das auch 9 Stunden, okay. Nehmen wir mal die fliegenden Jäger zuerst. Sehr viele Leute sind hungrig, dann holt euch was zu essen. Wir haben immer noch 2 Obdachlose, das ist nicht so schön. Ah, ich muss die Reichweite erhöhen, sonst wird das nichts. Obwohl, Moment. Ich kann doch hier auch ein paar hinsetzen, oder? Jo. Passt das? Noch mehr Vandalismus. Die Wachleute sollen das entfernen. Sinkt leicht. Jo. Dann entfernt das lieber. Vandalismus. Unglaublich. Verprügelter Wächter, was? Captain, Mitglieder der Nachbarschaftswache, die die Parolen der Londoner entfernt haben, wurden angegriffen. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Wir brauchen Wachen, um die Straßen zu sichern. Du hast 3 Tage Zeit, eine Wachstation zu eröffnen. Na gut. Wachstation. Hier ist ein Wachturm. Ja gut, das muss ich dann erlassen.
Wir gucken mal kurz nach unserer Kohle. Das wirkt nämlich so, als ob wir, ja, Tatsache, Minus machen. Das ist natürlich nicht so schön. Könnte auch sagen, dass die länger arbeiten. Nee, die arbeiten ja schon. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben zwei Dampfkerne. Das heißt. Wir könnten. Wir haben. Auf Stufe 3. Könnte ich die Dampfkohlemine schon. Oh, das wird etwas knapp. Aber Moment. Ich kann einfach mal die Stufe auf 1 regeln. Ja, besser. So, wie viel Kohle verbrauchen wir jetzt? Oh! Jetzt machen wir Hammer gewinnen, okay. Noch ein Dampfkern, wunderbar. Und weiter. Wir haben. Untätige Ingenieure, das ist schön. Wenn man nämlich. Was? Werkstätten bauen, aber dafür brauchen wir Holz. Wollen die mal ordentlich arbeiten? Sehr schön. So, Werkstatt. Dort noch eine hin und dort. Hier haben wir. Ja, wir bauen dann gleich fliegende Jäger und dann gehen wir das schon hin. Jäger-Taktiken. Die Londoner nutzt die Unzufriedenheit aus. Einige werden überzeugt. Ja, lass sie reden. Ist okay, wenn die gehen. So, Wachstation brauchen wir, was ich gehört habe. So, packen wir die hin. Das ist ein guter Platz und dort ist ein guter Platz. So, die werden gebaut. Setzen wir die mit Fragezeichen. Ich habe nicht so viele Arbeiter. So. Die Hoffnung steigt. Oh, die steigt aber wirklich. Mehr Dampfkerne. Hey, nice. So, die schicken wir mal zurück. Bis sie da ankommen. Einwohner helfen wachen. Oh. So, Sir. Die Einwohner lassen sich von den Parolen der Londoner nicht mehr beunruhigen. Einige bringen den Wachen, die durch die Straßen patrouillieren, heiße Suppe. Wir konnten es einfach nicht mehr mit ansehen, wie sie in der Kälte draußen herumlaufen. Die Parolen, ein wirres Geschmier von Feiglingen, nichts weiter. Die Parolen, ein wirres Geschmier von Feiglingen, nichts weiter, okay. Ja, das ist doch cool.
So, Kranke haben wir auch nicht mehr. Hoffnung kehrt zurück. Tendenz. Die Einwohner haben genug Hoffnung, um sich nicht den Londonern anzuschließen. Das ist wunderbar. Das ist wirklich gut. Das heißt, wir verlieren keine Leute mehr. Vertrauen mir also. Station, Hütte. So, die produzieren 15 und die 30. Das heißt, ich kann die upgraden. Habe ich ein bisschen mehr davon. Das ist wunderbar. Leute, ihr müsst auch. Ja, macht mal. So, erforschen. Unzufriedenheit ist mir erstmal egal. Die sinkt auch gleich. So, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo unsere Kohle überläuft. Das heißt, wir brauchen langsam auch ein Depot. Aber das müssen wir auch erforschen, leider. Aber das kriegen wir hin. Jetzt sind auch einige Arbeiter frei geworden, weil wir haben ja hier 3 Jagdhütten gehabt und in jedem haben 15 Leute gearbeitet. Jetzt ist die, jetzt ist der Bedarf an Arbeitern gesunken und statt 15 müssen jetzt nur noch 10 dort arbeiten. Also maximal. Das heißt, wir haben jetzt, ja, 15 Leute eingespart. Ist schon was. So, Dampfkohlemine. Definitiv. Und wir haben jetzt auch 4 Werkstätte. Das heißt, es wird sehr schnell geforscht. Kohlemine. Mehr Kohle als nötig. Diese Kohlemine war bis vor kurzem noch in Betrieb. Auch wenn die Maschine sich aktuell nicht bewegen, scheint mit ihnen alles in Ordnung zu sein. In diesem Fall ist die Mine verlassen. Wenn wir die Maschinen auseinandernehmen, können wir sicherlich viele Materialien erbeuten. Ich muss mal kurz was trinken, einen kleinen Moment. So, das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir diese wunderbare Maschine zerlegen. Dadurch kriegen wir halt die Rohstoffe, die dort stehen. Also 2 Dampfkerne, 200 Holz, 200 Stahl und 270 Kohle etwa. Oder wir können sagen, dass wir nur die Kohle, die herumliegt, mitnehmen. Und das eventuell zu einem Außenposten machen. Ein Außenposten hat den Vorteil, wir können dann einen Trupp dort immer hin und her schicken. Das funktioniert automatisch. Und der holt dann die ganzen Rohstoffe regelmäßig ab. Bei Kohle ist es aber tatsächlich nicht ganz so wichtig. Meiner Meinung nach. Und ich weiß, dass bei sehr schlechtem Wetter die Leute dort auch nicht mehr hingehen. Also die trauen sich nicht mehr raus. Daher würde ich sagen, zerlegen wir das Ganze. Weil die Dampfkerne, die sind mir deutlich wichtiger. Und wir haben hier hinten auch noch die Möglichkeit, bei Winterheim auch noch einen Außenposten zu errichten. Für das ganze Holz, was da ist. Und was haben sie für Rohstoffe? Okay, nur die. Dann schicken wir die nochmal weiter. Weil wir haben jetzt erstmal genug Dampfkerne und ein paar Leute kommen auch wieder. Unsere Leute haben Hunger. Jetzt haben wir 4 Dampfkerne. Wunderbar. Und dann schicken wir die weiter. Stahlwerk ist soweit in Ordnung, aber da können wir auch ein paar Leute mehr reinsetzen jetzt. Ist allen gut. So, ich speichere mal kurz das Spiel. Und weiter geht's. Einfach, falls es mal irgendwie abschmieren sollte, was ich nicht hoffe. So, wir haben nicht mehr viele Bäume da im Einsatz.
Das ist okay erstmal. Später kommen dann noch die Mauerbohrer. So, was die Nahrung angeht, müssten wir jetzt auch sehr gut in den grünen Bereich passen. Jo. 80 Stück, das heißt 5 Stück von einer... Nee, von wie viel Ration war das? 2 Rationen 5, okay. Das heißt 4 sind 10. 4 sind 10, heißt 200, okay, steht ja da. Passt das soweit? Ah, könnte besser sein, aber ist erstmal in Ordnung. Können ja den einen Jäger auch verbessern. Beziehungsweise den wollte ich abreißen. Und dann daneben setzen. Ja, Leute, wenn ihr Hunger habt, dann geht doch hier rein. Ach nee. Ich bin gerade... Da arbeiten die Kinder, die sind nicht so schnell, ne? Ja, die kommen schon hinterher. Wenn's 8 Uhr ist. So, jetzt wird's kälter. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, wir sollten den definitiv auf 2 setzen. Oh, besser. Das ist okay. Das ist auch okay. Nee, das ist zu kalt, okay. Gut, dann lassen wir das so. Aber so ist in Ordnung erstmal. Den ist aber kühl, den machen wir mal die Heizung an. Den auch, leider. Aber jetzt haben wir die Dampfkohlemine, die wir dann gleich benutzen. Die sind dann 10% effizienter, das ist schön. Erstmal möchte ich... hier ist übrigens die Fabrik, die wir jetzt erforschen können. Da können wir dann halt Prothesen für die Kranken herstellen oder halt auch Automatoren. Die kosten dann aber entsprechend Dampfkerne. Ich bin gerade am Überlegen, welchen Weg wir hier gehen. Auch, noch brauche ich die Mauerbohrer nicht. Ich komme erstmal prima mit dem Sägewerk zurecht. Können aber mal die Effizienz steigern. Wenn wir gerade kein Holzproblem haben, aber... So, jetzt kann ich das abreißen und dann die anderen zwei hier setzen. So, neues Gesetz. Was machen wir denn diesmal? Eine Folie. Noch Vorarbeiter nehmen, aber jetzt nicht so meins. Ah, Gefängnis, nee. So radikal wollen wir mal nicht durchgehen. Wir haben jetzt hier die Fähigkeit, erworbene Patrouille loszuschicken. Die lohnt sich am meisten dort, wo viele Leute sind. Wachhund. Sir, ein Kind ist zur Wachstation gekommen und hat der Wache einen Stoffhund gegeben. Er hat gesagt, dass sie den Hund mitnehmen sollen, wenn sie nachts auf der Streife unterwegs sind. Es scheint, dass die Einwohner die harte Arbeit derjenigen zu schätzen wissen, die unsere Stadt für Ruhe und Ordnung sorgen. Die in unserer Stadt für Ruhe und Ordnung sorgen. Ja, das ist doch cool. Das ist doch schön. So, hier sind's. Das sind da drinnen 30, 50. Ja, auch, also es macht keinen Unterschied. Dann schicken wir die einfach mal hier los. Und gucken mal, wie die Unzufriedenheit und die Hoffnung sich entwickeln. Prima. Wenn wir halt daran denken, das jedes Mal zu machen, dann steigt unsere Hoffnung rapide an. Wenn wir halt alle, was war das? Alle 24 Stunden machen.
Wunderbar. So, die verbesserte. Das verbesserte Sägewerk, also beziehungsweise die Ausrüstung wurde verbessert. Ist auch prima.